Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute wieder ein weiteres ARK-Video für euch am Start. Und zwar erkläre ich euch heute das ARK Summer Bash Event und zeige euch, wie ihr alle Gegenstände freischalten könnt und ob sich das überhaupt lohnt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also es handelt sich wie gesagt um das ARK Summer Bash Event und ich zeige euch mal kurz, was ihr braucht. Beziehungsweise sage ich vorher nochmal, wie lange das Event geht auf den offiziellen Servern. Aktuell vom 2. bis 16. Juli. Die Leute auf den privaten Servern haben wie immer die Möglichkeit, das Event einfach länger laufen zu lassen. Das schon mal dazu. Auf jeden Fall braucht ihr heute den normalen Kochtopf. Nicht den S-Plus Kochtopf, denn nur im normalen Kochtopf findet ihr diesen Reiter Feiertag und dann eben auch alle Rezepte, die ihr so herstellen könnt. Einmal nochmal der Vergleich zum S-Plus Kochtopf. Hier haben wir nur Farben und Konsumgüter. Das heißt, da finden wir die Rezepte auf jeden Fall nicht drin. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und stellen auch alles her, was wir so herstellen können. Also ihr braucht auf jeden Fall gegrilltes Filet, ihr braucht geräuchertes Filet und ihr braucht gegrilltes Fleisch. Je nachdem, was ihr eben herstellen wollt. Und ich würde sagen, wir knallen das Ding einfach mal an und stellen einfach mal Stück für Stück alles her. Alleine schon hier für den Dino-Hut braucht ihr 250 gegrilltes Fleisch. Ich gebe das, wie gesagt, einfach mal alles einmal hier in Auftrag. Beziehungsweise dieses Candy, damit können wir dann auch Dinos einfärben in Eventfarben. Davon stelle ich einfach mal ein bisschen mehr her. Wir machen mal alle Hosen, alle Oberteile auch. Ich bin mal gespannt, ob wir die anziehen können als männlicher Charakter. Den Skin für den Raketenwerfer, Skin für die Leuchtpistole, eine Wunderkerze als Fackel und natürlich die Emotes. So, wir haben einmal alles hergestellt. Ganz, ganz interessant bei den Bonbons. Mit denen können wir nämlich gezähmte Dinos färben. Zeigen an, in welcher Farbe die dann eben eingefärbt werden. Ich gehe mal kurz hier rüber. Wir sehen das einmal hier. Hier gibt es 15% Geschwindigkeit scheinbar drauf. Ich weiß nicht, ob das bis zum Ende anhält. Also auch dann, wenn das Event vorbei ist, dieser Geschwindigkeitsbuff dann oben raufkommt. Wäre auf jeden Fall eine mega coole Sache. Wir nehmen einfach mal alles raus. Und ich würde sagen, wir wenden mal die Bonbons an auf einen Dino, der viele Farbflächen hat, weil ich würde es erst auf den Megatheriums machen, allerdings haben die ja nicht so viele Flächen. Das heißt, wir nehmen dann einfach mal die Rexe, da sollte relativ viel gehen. Und vor allem können wir auch hier mal den Hut ausprobieren, den Dino-Hut. Okay, wir müssen einmal den Sattel runternehmen und dann können wir den Hut draufsetzen. Jetzt haben wir den Sattel einmal hier, wir setzen den wieder rauf und bekommen einen Rex raus mit einem riesigen, riesigen Hut. Wir gucken mal bei anderen Dinos, wie das da noch aussieht. So, beim Agi sieht das dann folgendermaßen aus. Also ihr könnt den scheinbar auf jeden Dino setzen. Der ist da oben schon so ein bisschen eingehackt. Ja. Mega nice. Mega nice, feiere ich, sehr, sehr cool. Lassen wir erstmal drauf. Ich würde sagen, wir können einfach mal eben auch die Outfits durchwechseln. Dann sehen wir einmal so aus und wir haben eben noch verschiedene Hosen, die wir anziehen können. Und man kann die Bikini-Hosen bzw. diese Schwimmhosen auch auf eine Scuba raufpacken, also eben auch auf die Taucherausrüstung. Machen wir mal eben ganz kurz, nur um das mal kurz zu demonstrieren. Das heißt, ihr könntet so dann auch unter Wasser gehen. Das ist jetzt hier die Alpha-Rex-Rüstung, ist das richtig? Das ist die Rex-Ausrüstung. Es gibt aber irgendwie noch Alpha. Das ist hier die Alpha Raptor Hose, die Poop Hose, okay, die Giga Poop Hose und die mit Blumen drauf. Wir rüsten einfach mal alle durch. Das ist einmal die Alpha Raptor Hose, die wir hier zu Gesicht bekommen. Dann haben wir einmal die Giga Poop Hose. Ist jetzt nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Und dann haben wir einmal noch die Blumenhose. Für die Herren geht auch übrigens für die Frauen genauso. Und ich glaube, wir können jetzt, ach nee, da habe ich ja die Flügel drauf, aber wir können jetzt theoretisch auch bei uns. Ah, okay. Wenn wir den Skin beim Mann draufziehen, bekommen wir jetzt kein BH um. Das ist schon mal interessant zu wissen. Wir sind einfach dann oberkörperfrei, tragen aber trotzdem eine Rüstung. Was eine coole Sache ist. Weil, das habe ich mir schon länger mal gedacht, wie cool wäre das, wenn man einfach mal den Oberkörper so ausschalten könnte. Also die Rüstung, ähnlich wie den Hut. Mega cool. Also wir können damit uns einfach ein bisschen dann den Oberkörper frei machen. Dann haben wir jetzt noch den Skin für den Raketenwerfer. Der sieht einmal so normal aus. Und ich ziehe mal eben kurz den Skin drauf. Mit Skin sieht er dann eben so aus. Wir gucken uns das mal von der Seite an. Da haben wir das Rohr dann einmal so, dann einmal die Leuchtpistole, die normalerweise so aussieht, können wir auch einmal einen Skin draufziehen. Die hat sich jetzt nicht verändert, obwohl ich den Skin draufgezogen habe. Gut, der Leuchtpistolen-Skin an sich hat sich jetzt nicht geändert, aber ich glaube, wir könnten sie damit verändert haben. Feuerwerk-Leuchtpistole, wir schießen einfach mal. Ja, kommt ein Feuerwerk raus. Sieht man jetzt nicht so geil, weil es nicht dunkel ist. Machen wir später nochmal einfach im Dunkeln. Also, wenn ihr den Skin auf die Leuchtpistole zieht, habt ihr einfach ein Feuerwerk. Eine Feuerwerkspistole. Sehr gut. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch die Emotes, die wir einmal verbrauchen müssen, damit wir sie auswählen können. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einmal...
Okay, also die Leuchtpistole macht ein Feuerwerk oben und kommt aber auch nochmal wieder runter, sehen wir jetzt hier gerade. Auf jeden Fall haben wir noch die Emotes und die spielen wir auch mal kurz ab. Wollen wir sehen, wir haben hier einmal den Flex. Wie Hulk Hogan und wir müssten einmal die Bizeps-Pose haben. Okay. Wir haben die Bizeps-Pose und wir haben eben den Hulk Hogan. Ich muss ihn nochmal spielen, ich finde es ein bisschen witzig. Sehr schön. Es ist irgendwie ein komisches Video, muss ich sagen. Es ist sehr viel... Egal. Machen wir weiter. Jetzt haben wir noch folgendes. Wir haben jetzt noch für die Fackel die Wunderkerze, den Wunderkerzen-Skin. Das heißt, gucken wir uns auch einmal an. Sieht dann einfach von außen so aus. Ist ziemlich cool. Ich glaube, da machen wir auf jeden Fall ein paar von, dass ich die in der Rückhand habe. Mega witzig. Ja, schon ziemlich cool. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir färben jetzt einfach mal so ein paar Dinos ein. Von den Ankylos würde ich jetzt keine nehmen, weil die habe ich alle gezüchtet. Auf die Farben, aber wir gucken einfach mal hier bei einem Rex, wie das jetzt hier aussieht. Den müssen wir auf jeden Fall ihm reinlegen. Der würde jetzt hier himmelblaue Färbung, rote Färbung, orange, orange, orange und Silber. Einfach mal essen. Okay. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Flächen tatsächlich der Rex verwendet. Er sieht auf jeden Fall anders aus. Hier können wir eben raufsteigen. Hier haben wir die rote Färbung, orange haben wir und ich weiß gar nicht, ob das himmelblau oder ob das silberne ist. Mega cool. Interessant wäre natürlich zu wissen, wenn wir die züchten, ob die Farben dann weitergegeben werden. Wir nehmen jetzt mal hier den. Haben wir auch nochmal ein bisschen angepasst, das Ganze. Ich springe nochmal rüber. Das ist schon krass. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem ist es halt random, welche Farben rauskommen bei dem Candy, wenn ihr das kocht. Und so könnt ihr eure Dinos einfach nochmal einfärben, ohne dass ihr züchten müsst. Und ich würde gerne jetzt hier einfach rauskommen. Dankeschön. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Also das ist super. Wie gesagt, wenn sie sich dann noch weiter züchten lassen, jetzt würde ich das Candy schon selber essen. Oh, der sieht schon böse aus jetzt. Der sieht schon richtig, richtig böse aus einfach. Richtig cool. Wir nehmen nochmal den letzten hier für unseren Rexy und dann schauen wir mal rum, welche Dinos denn so rumlaufen, weil es laufen auch in der Natur Dinos rum, die gefärbt sind. Tatsächlich ist es die Frage, Pergamentfärbung oder Orange, Ziegel, Orange, Pergament. Wir nehmen mal hier das. Ja, also am besten gefällt mir halt echt der rote, ne? Es ist halt, der sieht komplett brutal aus. Von einem sehr mal interessant gewesen, welche Färbung wir da genau hatten, um das nochmal rauszubekommen. Mega gut. Bei jetzt nochmal eine andere Frage mit der Geschwindigkeit bei dem Candy. Wir haben jetzt hier eine Geschwindigkeit von 112 und ballern hier einfach mal 15 rauf. Also auf der Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt nichts. Da hat sich auch nochmal die Farbe wieder mit verändert, ne? Obwohl gar keine Farbe dran stand. Da stand nur Bewegungsgeschwindigkeit. Eventuell ein Bug oder so gewollt, man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall auch überkrass aus. Also, das sind dann so die Farben, die wir haben. Können wir mal kurz vorlesen. Also wir haben Navy, wir haben Red, wir haben White, wir haben Sky Blue, Brick, also Ziegelfarben. Wir haben Blue, Silver, dann haben wir das Pergament, Schlamm und Orange. Ich glaube, da haben wir auch die meisten Farben jetzt von gesehen. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal ein bisschen kurz rum und gucken mal, wie so die wilden Dinos aussehen, die wir finden können. Ich habe eben alle Dinos getötet. Auf geht das. Weil ich nochmal ganz kurz mein Agi einfärben muss. Wenn da wirklich jetzt bei der Geschwindigkeit plus 15 auf was bei herauskommt. Alter. Alter. Puh. Das ist ja... Heieieiei. Heieieiei. Junge, 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 Junge. Heftig einfach nur. Heftig. Also ich feiere das Update auf jeden Fall, weil wir uns Oberkörper freimachen können. Das ist schon mal cool. Ach, es läuft 24 Stunden und ich glaube, ist er denn auch nur für 24 Stunden gefärbt tatsächlich, der Dino? Das ist ja natürlich schade. Oben sehen wir jetzt gerade den Timer. Oder ist das nur bei der Geschwindigkeit? Jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe mal eben kurz auf den anderen Dino nochmal rauf. Ob das jetzt nur für die Geschwindigkeit ist, weil ich hoffe, dass die Dinos halt gefärbt bleiben. Das wäre ziemlich cool. Wäre ziemlich blöd, wenn die nur für 24 Stunden so bleiben würden. Kacke, jetzt habe ich hier aber auch den Timer, weil ich natürlich hier den Geschwindigkeitsboost drauf gemacht habe, ne? Ich wechsle mal kurz den Sattel. Aber der läuft auch ab. Okay, das heißt, die Farben sind wahrscheinlich nur dann für 24 Stunden da. Aber das ist ja mega schade. Jetzt ist die Frage, ob man innerhalb der 24 Stunden die züchten kann und die Farben übertragen kann. Das würde ich gerne nochmal rausfinden. Also irgendwie ist der Bronto gerade der Einzige, der so ein bisschen bunter hier langkommt. Wir gucken einfach nochmal ein Stückchen weiter. Also auf jeden Fall, die wilden Dinos spawnen genau in diesen Farben auch, die jetzt aktuell möglich sind, die ich eben vorgelesen habe. So, wir nehmen uns jetzt mal hier so ein Weibchen raus. Und färben lassen, hoffen, dass jetzt die Färbung dann auch irgendwo rauf geht, weil die Megatheriums leider nur zwei Farben nutzen. Wir haben hier einmal so ein, was ist das jetzt? Geil, das ist wahrscheinlich das Pergament und wir nehmen mal eben unser Angriffsmännchen, was wir eh züchten müssen und gucken mal, ob die Farben weitergegeben werden. Jetzt haben wir hier blaue Handy in dem Navy Blau und paaren die einfach mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Und so, jetzt müssten hier gleich die ersten Megatheriums rauskommen. Ich habe jetzt hier mal das Männchen zwischengehauen, das heißt, hier sind mehrere, die gleich fertig sind. Wir achten mal jetzt hier drauf. Kann jetzt natürlich auch sein, dass einfach keine Farben rauskommen, weil sie nicht übernommen werden, weil, ne, ist ja eben zu bei der Zucht, dass nicht immer alles gleich funktioniert. Wir haben jetzt hier einfach hinten einen mit normalen
Farben. Den lassen wir einfach mal rauslaufen. Mich würde jetzt hier bei dem interessieren, der jetzt schon eine Weile auf 9 Sekunden steht, bei dem nicht so wirklich was passiert, was dabei rauskommt, weil wir haben ja wie gesagt nur das Männchen jetzt hier mit dabei. So, ist hier schon einer draußen? Nope. Auf der Seite haben wir noch einen 214er. So, und das dürfte jetzt das Baby gewesen sein von den beiden hier. Das heißt, ich glaube, die Farben werden nicht übertragen, wenn man sie einfärbt, die 10 Dinos, weil sie auch, wie gesagt, nur für 24 Stunden eben gelten. Aber wenn ihr eben Dinos 10 aus der Wildnis, müssten die Farben übertragbar sein. War ja bisher immer so bei den Updates. Müsste also funktionieren. Haben wir das aufgeklärt? Ich wollte das Video eigentlich gar nicht so lang machen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, wie man die Sachen freischalten kann und was passiert. Haben wir auf jeden Fall einmal gemacht. Ihr wisst jetzt, wo ihr die Sachen herbekommt. Ihr wisst, wie das mit den Färben funktioniert, wie jetzt generell das Item auch funktioniert und ob es jetzt überhaupt lohnt, die Sachen zu craften und dafür zu farmen. Ist auf jeden Fall eine mega coole Sache, finde ich, das Update. Gerade die Rüstungssachen finde ich mega cool. Die Skins jetzt für den Raketenwerfer und für die Leuchtpistole, ja, kann man drüber streiten. Aber eben, dass man oberkörperfrei sein kann, finde ich mega nice und dabei trotzdem eine Rüstung anhat. Mega, mega cool. Naja, Wunderkerze ist auch nice und das Emote ist halt auch, ne? Da brauchen wir nicht wollen, das ist auch mega cool. Ich würde sagen, das war's soweit von mir und sag einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du mehr Guides zu Ark und Tutorials zu Ark sehen willst, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bis dahin und ciao.